Zeit, die hier in Afghanistan noch zur Verfügung steht für ein Interview zum Thema Afghanistan. Was ist eure erste Assoziation? Ich finde, es ist ein Krieg, der aus den falschen Entwicklungen gestartet wurde. Er lief halt jetzt schon so lange, man kann einfach nicht mehr ohne weiteres wahrscheinlich rausgehen. Aber es ist schade, dass er durch George W. Bush begonnen wurde. Und du, Lisa? Ich habe eigentlich mich nicht, also ich habe nicht so viele Ahnung darüber, dass ich jetzt irgendwas sagen könnte, was ich auch begründen könnte. So. Interessiert ihr euch für Sicherheitspolitik? Nicht so wirklich. Was jetzt interessieren, also man informiert sich natürlich ein bisschen drüber, aber ich kann dir zum Beispiel jetzt keinen 10-Minuten Monolog halten mit dem Für und dagegen und so weiter. Wenn du wählen gehst, spielt Sicherheitspolitik für dich eine Rolle, wo dein Kreuz hinkommt? Ja. Also Sicherheitspolitik oder einfach Auslandseinsätze allgemein würde ich auch schon mit auf den Weg kommen lernen. Ja. Man hat Deutschland ja auch immer noch mit seiner Vergangenheitsbewältigung irgendwo zu tun, die Geschichte vor 60 Jahren. Viele Leute, die wir befragt haben, sagen, wir wollen mit Soldaten und Afghanistan nicht viel zu tun haben. Hm. Ist schwer zu sagen, natürlich, wir haben auf jeden Fall immer einen Laster und das wird auch nie weggehen. Aber keine Ahnung, ob wir uns immer bei solchen aktuellen Fragen darauf beruhen müssen, dass wir eine Nazi-Fahrt haben. Man muss einfach mit so einem Thema sensibel umgehen. Darf man, das haben uns viele Leute gesagt, darf man in Deutschland wieder stolz auf seine Soldaten sein? Ich bin es nicht, immer kann ich sagen. Ob man es darf. Ich bin nicht so ein Mensch, der sagt, ich bin stolz auf Soldaten, auf Menschen, die sich einreden, dass sie andere Menschen töten müssen, um unser Land zu beschützen, weil wir waren jetzt nicht in Gefahr. Wir sind in ein anderes Land reingegangen. Wer ist denn deiner Meinung nach schuld daran, dass deutsche Soldaten jetzt in Afghanistan sein müssen? Die CDU hat ja gesagt, dass wir jetzt mitmischen wollen. Die SPD hat sich da rausgehalten, dann kam die CDU mit Angela Merkel wurde gewählt. Und dann hieß es, dass wir mitmischen können. Wir stechten durch die UN, oder durch die NATO, ein bisschen hingezogen, aber das Ja hat halt die CDU gewählt. Lisa, wenn du mal Kinder haben solltest und ein Kind sagt, ich will zur Bundeswehr, was würdest du dem sagen? Ich würde sagen, ich finde es persönlich nicht gut, aber wenn es die Entscheidung vom Kind ist, dann akzeptiere ich das so. Aber ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Kind weiß, was ich sehe. Gibt es in Deutschland eurer Meinung nach eine Politikverdrossenheit in der Gesellschaft? Ich kann es aus meinem persönlichen Umfeld jetzt nicht zustimmen. Ich habe bloß manchmal das Gefühl, dass es so ist. Aber ich kann es halt aus meinem persönlichen Umfeld jetzt nicht behaupten. Dann erstmal vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Dankeschön.